Buddha, Buddha, Buddha.
Kalo na janati tava samapanam drushto maya tava mahakara yogeshara kala kala yogeshwara kala kala Namaskaram an alle. Wo auch immer ihr seid, ich hoffe, dass ihr alle gesund seid und zu Hause bleibt. Es ist erstaunlich, viele Leute sich darüber beschweren, wie man zu Hause bleibt. Wie man zu Hause bleibt, ohne Konflikte zu haben. Nun, deshalb ist es sehr, sehr wichtig für einen Menschen, dass er lernt, die Augen zu schließen und zu sitzen. Du kennst keine Meditation, es ist egal. Schließ einfach die Augen und sitz. Der Zweck des Augenschließens besteht genau darin, dass, wenn man die Augen öffnet, sind Eindrücke von allen fünf Sinnesorganen vorhanden, aber der visuelle Eindruck ist der stärkste Eindruck. Der wirkungsvollste Eindruck, den der Mensch hat, ist der visuelle Eindruck. Angenommen, du wärst ein... Heute ist alles politisch sensibel, aber nehmen wir an, du wärst ein Hund. Wir verwenden das Wort Hund nicht mit irgendeiner abfälligen Bemerkung, denn es gibt viele Idioten, die da draußen sagen, oh, er hat Hund gesagt, er hat uns Hund genannt. Heute werden Hunde sehr geschätzt. Sie werden besser versorgt. Sie werden besser versorgt als Menschen. So ist es. Nehmen wir also an, du wärst ein Hund. Dann würdest du sehen, dass deine Eindrücke von der Welt mehr in Form von Gerüchen sind. Du siehst die Dinge nicht so klar, wie die Menschen sie sehen. Aber du riechst sie. Alle fleischfressenden Tiere sind so. Wenn du jemals im Dschungel warst, wirst du sehen, dass, wenn sie etwas wissen wollen, sie die Nase hochhalten. Sie versuchen nicht zu schauen, denn ihre Sicht ist nicht so gut wie ihr Geruch. Ihr Geruchssinn ist extrem empfindlich. Und sie können dich aus einer Entfernung von 1,6 Kilometer riechen. Sie müssen dich nicht sehen. Nur durch den Geruchssinn wissen sie es. Aber mit dem Menschen, mit dem Sehorgan des Menschen, ist am dominantesten. Schließ deine Augen und setz dich und langsam kommst du an einen Ort, an dem die Welt verschwindet, wenn du dir deine Augen schließt. Wenn du so viel in deinem Leben tust, wirst du sehen, dass du durch jede Art von Lebenssituationen segeln wirst. Leben und Tod ist kein Problem, wenn du so viel Fähigkeit hast, dass wenn du deine Augen schließt, die Welt weg ist. Das ist die Idee des Augenschließens. Wenn du die Rollläden herablässt, solltest du nicht sehen. Denn das Auge ist nur eine Kamera. Wenn du den Objektivdeckel aufsetzt, sollte es nicht aufnehmen. Aber wenn du die Augen schließt, wird die Erinnerung davon, was wir bereits gesammelt haben, endlos weitergespielt. Das ist also die Quälerei. Deswegen, wenn du Arbeit hast, wirst du Probleme haben. Wenn du keine Arbeit hast, wirst du Probleme haben. Das ist die Zeit der Prüfung. Nicht, weil du zu Hause bist. Die Zeit der Prüfung, weil es darum geht, diese Umstände zu überstehen, ohne die Nation und die Welt schwer zu belasten. Dieses Virus zu investieren, wie man dafür sorgen kann, dass es in unseren Gesellschaften nicht zu einer enormen Anzahl von Todesfällen führt, das ist die Herausforderung. Dafür gibt es viel zu tun.
Aber im Augenblick beklagen sich viele Menschen, wie mit der Familie zusammen sein, wie zu Hause sein. Wann wurde das Zuhause zu so einem schrecklichen Ort? Nein, nein, es geht nicht um das Zuhause. Du wirst sehen, wenn du deine Augen schließt und dich hinsetzt, wird es noch schrecklicher sein. Das bist du. Ich habe wirklich Mitleid mit den anderen Familienmitgliedern, wenn du deine Augen schließt und dich selber quälst. Wenn du deine Augen öffnest, wirst du offensichtlich andere quälen. Du schließt. Wenn deine Augen offen sind, quälst du diese Menschen. Wenn du deine Augen schließt, quälst du dich selbst. Du musst das verstehen. Wenn du ruhig an einem Ort sitzt, was in deinem Verstand geschieht, wenn du ehrlich bist und darauf achtest, was geschieht, oder wenn es einen Weg gibt, dies aufzuzeichnen und du dies aufzeichnest und niemandem sagst, dass es dein Verstand ist, gib es einem Experten, okay, einem Psychoanalytiker oder irgendjemandem. Jeder, der das sieht, wird sagen, das ist der Verstand eines Verrückten. So ist es, wie die meisten Menschen sich selbst gehalten haben. Deshalb müssen sie zwanghaft mit etwas beschäftigt sein. Wenn sie nichts zu tun haben, müssen sie ein Hobby haben. Sie können nicht an einem Ort sitzen. Die Leute sammeln alte Schlüssel, alte Briefmarken, altes irgendwas. Ich habe nichts gegen all das, aber ich möchte, dass du verstehst, dass du nur versuchst, mit den Konflikten deines Verstands umzugehen. Nichts funktioniert, du trinkst, du nimmst Drogen. Nun, dies ist die Zeit, in der du dich damit zusammen auseinandersetzen musst. Weil wenn du es nicht selbst getan hast, drängen das Virus und die Polizei die Leute zurück in ihre Häuser. In den Vereinigten Staaten ist die ganze Armee überall. Die Armee der Vereinigten Staaten ist in allen Städten. Überall und bringt sie die Menschen wieder in ihre Häuser zurück. Jetzt geschieht es also mit Gewalt. Nutze zumindest diese Zeit, dich nach innen zu wenden, die Augen zu schließen und dich zu setzen. Verstehe einfach, was die Natur deines Verstandes ist. Nur wenn du deine Augen schließt, wirst du es wissen. Sonst wirst du immer denken, dass etwas mit der Welt nicht stimmt. Also, was wir tun, dieses einfache Mantra, du musst verstehen, dass das, was wir als Mantra bezeichnen, ist nur eine bestimmte Geometrie von Tönen. Wenn es richtig ausgesprochen wird, ist dieses Mantra besonders dazu bestimmt, das zu erzeugen, was man Samadprana nennt. Es gibt 5 Dimensionen von Pranavayu im System. Samadprana ist das, was für den Atmungsprozess und den Gedankenprozess verantwortlich ist, und es erzeugt Hitze. Nun, das Pranavayu ist grundsätzlich für die Atmung und den Denkprozess, aber ohne das Feuer des Samadprana kann Pranavayu nicht funktionieren. Deshalb muss jede Art von Kriya und Pranayama, die man nicht macht, zuerst einmal etwas Hitze erzeugt, denn ohne die Erzeugung der Ushna können die anderen Dimensionen nicht wirklich fliegen. Eine Sache ist also, Hitze zu erzeugen, weil dadurch das Immunsystem stark gestärkt wird. Denken wir nicht, dass ich jetzt meine Kriya mache, damit ich unverantwortlich rausgehen kann. Nein, ich habe nie gesagt, deine Kriya, dein Mantra ist eine Lösung für Corona. Das ist es nicht. Es stärkt dein System. Wenn du es jetzt gerade aus Angst machst, wird es 4 bis 6 Wochen dauern, bis es sich wirklich manifestiert. Aber wenn du es regelmäßig machst, kannst du den Unterschied fühlen, dass dein Körper im Vergleich zu vielen anderen Menschen viel widerstandsfähiger ist. Also dieses Paket aus dem Mantra und der Isha-Kriya, das dein System ins Gleichgewicht bringen wird. Ich glaube, es wurde veröffentlicht, oder? Heute wird es veröffentlicht. Bitte nutze es, wo immer du bist, denn nun, das Leben hat uns eine Pause gegeben. Nutzen wir sie für unser Wohlbefinden. Lasst uns nicht diese in Panik und Angst verbringen. Frage bitte. Namaskaram, Sadhguru. Namaskaram, Sadhguru. Die erste Frage kommt von Lavanya. Sadhguru, vor 2 Tagen sagtest du, dass das Virus uns nicht töten will und unser Körper sein Lebensraum ist.
Ein paar Leute, die auf Twitter behaupten, sie seien Intellektuelle, machen sich über diese Aussage lustig, aus dem Zusammenhang gerissen. Kannst du klarstellen, ob das wirklich stimmt, dass das Virus nicht den Tod verursachen will? Nun, außer dem Menschen will kein anderes Lebewesen seinen Lebensraum zerstören. Nur von den Menschen ist bekannt, dass sie das tun. Also tun sie es auch nicht absichtlich, sondern unbewusst. Ähnlich macht es auch das Virus unbewusst. Es will in dir leben, aber es übertreibt seine Handlung und du und ich könnten sterben. Nun, ich muss es dir erzählen. Ich war damals 17 Jahre alt, weißt du. Bis dahin hatte ich Masern, ich hatte Typhus, ich hatte einen Rückfall, ich hatte die Pocken. Siehst du, ich habe den Beweis auf meiner Nase. Alles Mögliche, alles und jedes, was kleine Kinder oder Jungen bekommen können. Aber durch all das habe ich mich nie wirklich, es hat mich nie wirklich runtergezogen. Selbst als ich einen Typhusrückfall hatte, hohes Fieber hatte, spielte ich immer noch Spiele und tat Dinge. Der einzige Vorteil war, dass ich nicht zur Schule gehen musste, also mochte ich diese Dinge. Wie auch immer sie es nannten, ich mochte es wirklich, weil du musstest nicht zur Schule gehen, dann konntest offiziell schwänzen. Aber als ich 17 war, bekam ich Cholera. Aber ich sah dieses verdammte Ding. Innerhalb von 2 Stunden, nachdem mir klar wurde, dass ich das hier habe, hat es mich einfach umgehauen. Nun, ich bin fast bewusstlos geworden. Meine Mutter, meine Großmutter schreien, oh, wir haben den Jungen verloren, wir haben den Jungen verloren. Und meine Großmutter fühlte meine Nase, oh mein Gott, seine Nase ist kalt, er ist erledigt. Alle weinen und mein Vater ist wie, er ist Arzt, er versucht alles zu tun, was er kann. Dann kamen 2 weitere Ärzte. Und in Wirklichkeit, ich verlor innerhalb von 2 Stunden völlig das Bewusstsein. Aber am nächsten Tag abends richtete ich mich auf, am zweiten Tag stand ich auf und war dabei hinauszugehen und sie sagten, du kannst nicht hinausgehen und sie sperrten mich in den Raum ein. Aber ich sagte, lasst mich wenigstens auf der Terrasse sein, dass ich mich ein wenig bewegen kann. Sie ließen mich auf der Terrasse sein. Dann störte mich das. Bis jetzt hatte ich viele Dinge, die mir Spaß machten, weil sie mich daran hinderten, zur Schule zu gehen. Aber hier hat mich dieses verdammte Ding so umgeworfen, dass ich fast gestorben wäre. Also wollte ich etwas wissen. Dies sind nicht die Tage von Internet und Google, wo du einfach fragen kannst. Also ging ich in die Schulbibliothek und erkundigte mich bei der Bibliothekarin und sie gab mir ein Buch über Krankheitserreger. Dieses Wort hatte ich bis dahin noch nicht gehört, weil ich selten zum Biologieunterricht ging. Also las ich dieses Buch durch. Es enthielt verschiedene Arten von Dingen und was sie tun und alles. Dann, es hat mich gestört. Wie kann mich diese kleine Sache, die ich nicht einmal sehen kann, so fertig machen? Dann kam ich und hatte ein Gespräch mit meinem Vater. Er war ein versierter Arzt. Und dann erklärte er mir viele Dinge und ich sagte, das gefällt mir nicht. Dieses verdammte Ding hat mich fast umgehauen. Was ist das? Dann erzählt er mir viele Dinge darüber, was diese Dinge sind, die mich nie verlassen haben. Und ich erinnere mich auch jetzt noch an jedes Wort, das er gesagt hat und was ich in diesem Buch gelesen habe. Denn das war für mich eine Herausforderung, die ich erfahren hatte. Es waren lebensbedrohliche Dinge, die mir passierten. Ich war nicht ängstlich, aber es war, als würde ich in einem Hockeyspiel oder einem Cricketspiel geschlagen werden. Das ist die Art von Gefühl, die ich hatte. Also, was sind also Krankheitserreger, ob es sich nun um Bakterien oder Viren handelt? Es gibt eine Bandbreite von ihnen.
eine Sache ist, gerade jetzt, zum Beispiel Corona. Schau, es lebte in den Tieren ziemlich gut, ohne sie zu töten. Jetzt ist es auf den Menschen gesprungen und tut immer noch dasselbe, was es bei einem anderen Tier getan hat. Aber wir sind nicht in der Lage, es zu ertragen. Und wir brechen zusammen. Nun, das ist auch klar festgestellt worden, dass die meisten Menschen, deren Immunsystem gut ist, sich erholen. Aber diejenigen, die ein schwächeres Immunsystem haben, werden leider Opfer davon. Was sagt das? Es sagt einfach, dass es leben will. Aber es lebt so aggressiv, dass wir sterben könnten. Nun, viele Wissenschaftler sprechen darüber, aber selbst das, was ich damals gelesen habe, ich war erst 17, ich erinnere mich, selbst damals wurde es erklärt, ich erinnere mich nicht an den Namen des Autors, sonst hätte ich ihn zitiert. Selbst damals haben sie klar erklärt, dass die meisten Viren und Bakterien, die in uns eindringen, die sich gerade in uns befinden, die in vielerlei Hinsicht unseren Lebensprozess unterstützen und uns nicht schaden, sie waren einst, hätten sehr schädlich sein können. Aber sie verstehen, wenn sie so leben, werden sie ihren eigenen Lebensraum zerstören. Sie werden also über eine gewisse Zeit zu etwas Milderem mutieren und dann lernen, mit uns zu leben. Sie lebten bequem mit anderen Tieren zusammen. Andere Tiere überlebten bequem mit ihnen. Sie waren auch, das ist die Natur des Lebens, dass einer in dem anderen so viele Lebensformen, Billionen von Lebensformen ineinander verstrickt leben. Das sind wir auch. Billionen von Bakterien und Viren leben jetzt gerade darin. Aber wie zum Beispiel, wenn du einen Mantu-Test machst, Inder sage ich, weil wir jetzt in den letzten 3-4 Wochen suchen wir, wer Ausländer ist, wer ist ein Inder, nicht wegen irgendeiner Rassendiskriminierung, wir wollen wissen, wo sie herkommen. Kommen sie aus Italien oder China? Woher kamen sie? Sehen Sie, jetzt ist Italien vor China. Sehr unglückliche Umstände. Aber wie zum Beispiel, wenn du den Mantu-Test für Inder machst, werden fast alle von uns den Mantu-Test nicht bestehen. Der Mantu-Test ist für Tuberkulosebakterien. Fast alle Inder werden diesen Test nicht bestehen, weil wir alle eine beträchtliche Menge an Tuberkulosebakterien in uns haben. Aber wir haben keine Tuberkulose als Krankheit. Sie haben sich also einen anderen Namen ausgedacht. Sie nennen es Primärkomplex oder was auch immer sonst bei Kindern passiert, aber das zeigt einige Symptome. Wir alle haben diese Bakterien. Wir werden den Mantu-Test nicht bestehen, aber wir haben keine Tuberkulose in uns, weil wir gelernt haben, mit ihnen zu leben. Sie haben gelernt, mit uns zu leben. Sie wissen, wenn sie zu aggressiv leben, so wie wir jetzt auf dem Planeten leben, gerade jetzt, sie wissen, dass sie ihren Lebensraum verlieren werden. Also werden sie sich zu milderen Lebensformen verwandeln. Das ist keine neue Forschung. Das war schon immer da. Zumindest in den letzten 100 Jahren war das bekannt. Also diese Leute, die behaupten, Intellektuelle zu sein, nun, es sieht so aus, als wären sie nicht einmal am Gymnasium gewesen, weil ich zu der Zeit, als ich das las, im Gymnasium war. Es war Teil unserer Bibliothek, also muss es wohl auch im Lehrbuch gewesen sein. Aber ich habe das Lehrbuch nicht gelesen. Vielleicht haben diese Intellektuellen nicht einmal ein Abitur gemacht. Sie denken, dass die Qualifikation, um auf Twitter zu sein, darin besteht, dass man ein Spatzenhirn haben muss. Sie denken, das sei die Qualifikation zum Tweeten. Nun, es ist bedauerlich, in einer Zeit wie dieser, in einer Zeit, in der eine Katastrophe bevorsteht auf uns und auf uns wartet, für die Nation, für die Welt, bis zu dem Punkt, dass Länder ihre Streitkräfte gegen ihr eigenes Volk einsetzen. Du musst verstehen, wie ernst das ist. Wie ernst ist es, dass die gesamte Armee der Vereinigten Staaten da draußen ist
um ihr Volk daran zu hindern, auf die Straße zu gehen. Die indische Polizei ist da draußen auf der Straße und setzt dies aggressiv durch. Das liegt daran, dass ihnen klar ist, wie ernst die Sache ist. Aber selbst in einer Zeit wie dieser können diese Leute nicht aufstehen und etwas Nützliches und Positives für jemanden in ihrer Umgebung tun. Sie machen nur diesen Müll. Sie denken, sie haben einen Doktortitel auf Twitter erhalten oder sie wurden Ärzte auf Twitter. Vogelärzte sollten sie zumindest werden. Nun, es ist sehr bedauerlich, es gibt einen Teil der Bevölkerung, dem es egal ist, was mit den Menschen um sie herum passiert, dem es egal ist, was mit der Nation passiert, dem es egal ist, was mit dem Rest der Menschheit passiert. Alles, was sie haben, ist ihr eigenes Vitriol. Sie verschütten ständig Gift. Nun, ich hoffe, dass zumindest das Virus sie von diesem Gift heilen wird. In diesen paar Tagen... Nun, in diesen wenigen Tagen des Alleinseins mit sich selbst hoffe ich, dass Sie aufstehen werden und etwas Nützliches tun. Bitte tun Sie etwas, wer immer ihr seid. Ihr wisst, ich weiß nicht, wer Sie sind. Wer auch immer ihr seid, der diesem Mist redet, bitte tut etwas Nützliches. Was ist das für ein Problem? Ich weiß, was euer Problem ist. Ich möchte das jetzt nicht ansprechen. Im Moment steht eine Katastrophe unmittelbar bevor. Wenn wir mit dieser Situation nicht richtig umgehen, stehen wir auf eine große Katastrophe zu, bei der Millionen von Menschenleben einfach ausgelöscht werden könnten. Wenn eine solche Situation eintritt, kann man nur noch das tun. Wenn ich sagte, dass es nicht der richtige Zeitpunkt ist, unser Gesundheitssystem oder unser Gesundheitsministerium zu kritisieren, dann ist das nicht der richtige Zeitpunkt. Dies ist eine Zeit, in der jeder aufsteht und etwas tut, egal welchen kleinen positiven Beitrag wir in unserem Leben tun können, weil dies ist keine gewöhnliche Zeit. Wir haben als Generation von Menschen noch nie mit einer solchen Situation zu tun gehabt. Wir haben noch nie diese Art von Situation gegenübergestanden. Dies ist eine größere Notlage als die Kriege, die ihr in euren Ländern hattet. Dies ist ein größerer Notstand als alles, was ihr bisher erlebt habt. Sie kann ohne allzu große Katastrophen ablaufen, wenn wir uns verantwortungsbewusst verhalten und die notwendigen positiven Maßnahmen ergreifen. Darum bitte ich Sie auch, es spielt keine Rolle, auch wenn Ihr Gehirn die Größe eines Vogels hat. Sogar Vögel können einen Beitrag leisten, sage ich. Die nächste Frage kommt von Manisha. Wir haben gehört, dass es in unserer Kultur viele Möglichkeiten gibt, das Immunsystem mit den zu Hause verfügbaren lokalen Heilmitteln zu stärken. Kannst du beleuchten, wie Hausmittel beitragen zur Bildung von Abwehrkräften? Nun, der Aufbau von Immunität wird nicht über Nacht geschehen, das müssen wir wissen. Im Allgemeinen glaube ich, dass auch verschiedenen Gründen, wenn man sich die Lebensgewohnheiten und die Ernährungsmuster ansieht, ich denke, das muss überprüft werden, das muss medizinisch kontrolliert werden. Ich glaube, dass die Menschen in den Südstaaten Indiens ein besseres Immunsystem haben als viele andere Menschen auf der Welt. Einfach wegen der Ernährungsmuster und der Praktiken des Wetters und verschiedener anderer Aspekte. Du musst verstehen, dass es in einem tropischen Klima mehr Lebensformen als sonst irgendwo gibt. Einschließlich Mikroorganismen, deren Anzahl und Vielfalt sehr, sehr hoch ist. Wenn man also in diesem Land selbst lebt, wird das System widerstandsfähiger, weil wir diesen Dingen ständig ausgesetzt sind. Das ist ein Aspekt. Eine andere Sache ist die Ernährung, eine andere Sache ist die Lebensweise. Alle diese Aspekte sind vorhanden. Da wir aus ländlichen, landwirtschaftlichen Gesellschaften stammen, die meisten von uns, wenn nicht in dieser Generation, so doch in der vorhergehenden Generation. Die Menschen lebten also auf dem Land, das selbst hat ihnen enorme Kraft gegeben. In den meisten anderen Teilen der Welt haben sich über 80% der Bevölkerung wahrscheinlich vor 100 Jahren von der Landwirtschaft entfernt. In Indien haben wir uns erst in den letzten 25, 30 Jahren vom Land entfernt. Dieser Nutzen ist immer noch da.
Er wird uns nicht bei uns bleiben, wenn wir so weitermachen, wenn jeder anfängt, in Wolkenkratzerwohnungen zu leben, ohne Kontakt zum Boden zu haben, und anfängt, wie Laborratten zu leben, die vor allem geschützt sind. Nun, unsere Immunität wird auch nachlassen, aber ich denke, wir haben immer noch diesen Vorteil. Aber im Moment frage ich mich, was kann ich tun, um meine Immunität zu stärken? Wie ich schon sagte, es ist keine Lösung von heute auf morgen, aber in einer gewissen Zeit kann man das tun. Nun, lass mich über sehr gewöhnliche, verbreitete Dinge sprechen, welche erhältlich sind. Eine Sache ist, ich muss das sagen, weißt du, wir sind Menschen mit heiliger Asche. Wir sind immer auf die eine oder andere Art mit Asche verschmiert. Es gibt verschiedene Arten von Asche, wenn du weißt, wie man sie verwendet. Ich kann nicht einfach Anweisungen geben über das Internet oder auf dem Netz. Aber wenn du lernst, sie richtig zu benutzen, hilft es. Neem ist fast im ganzen Land erhältlich, außer in den Bergregionen. Tägliche Einnahme von Neemblättern. Gelbwurz ist sowieso erhältlich. Jetzt machen sie das, was man als Nano-Kurkuma bezeichnet, wo die Absorptionsrate viel höher ist als bei dem normalen Gelbwurz, was auch dein Immunsystem stark verbessert. Wenn du Stachelbeere oder Amla oder den Nallikai, wenn du dies über Nacht in Honig einweichst, zusammen mit etwas zerdrücktem Pfeffer, schwarzem Pfeffer oder grünem Pfeffer, ich sage dies für diejenigen von euch, die in anderen Ländern sind, dass grüner Pfeffer nicht Chili bedeutet. Wir meinen frischen Pfeffer, das frische Pfefferkorn. Wenn es roh ist, das habt ihr vielleicht noch nicht gesehen in den meisten Teilen der Welt. Hier ist es sehr verbreitet, es ist erhältlich. Weiche es also in Honig ein, und zwar täglich etwa 3 Löffel, 3-mal. Das funktioniert am besten. Alle diese Dinge funktionieren am besten, wenn du es auf nüchternem Magen, wenn es das Erste ist, was du einnimmst. Wenn du dies machst, dann kannst du eine deutliche Steigerung deines Immunsystems feststellen. Ich würde sagen, in 4 bis 8 Wochen kann man eine deutliche Verbesserung des Immunsystems sehen. Es gibt yogische Praktiken, die schwer zu lernen sind, aber im Moment wird euch auch der Gesang und Ishakriya das Immunsystem stärken. Lass es uns ganz klar sein, dass dies weder eine Behandlung des Coronavirus noch eine Vorbeugung ist. Ich habe meinen Gesang gemacht, also gehe ich und tue unverantwortliche Dinge. So wird das nicht funktionieren. Das sind Dinge, die man über einen bestimmten Zeitraum hinweg tut und die das System stärken, damit du beim nächsten Virus, der kommt, vielleicht bist du dann besser damit umgehen kannst. Das heißt, falls du noch da bist. Ja, nimm das nicht auf die leichte Schulter. Im Moment ist es für jeden von uns eine Herausforderung, in dieser Zeit am Leben zu bleiben. Das bedeutet es. Glaube nicht, dass es eine abwegige Sache ist, die jemand anderem passiert, jemandem anderen in China oder Italien. Wenn wir jetzt durchhalten, wenn du jetzt in diesen 6 bis 8 Monaten am Leben bleibst, bedeutet das, dass wir das verantwortungsvoll damit umgegangen sind. Wenn jeder von uns am Leben bleibt, bedeutet das, dass wir gut sind. Wir haben bewusst und verantwortungsbewusst gelebt, das bedeutet es. Das ist es, was die Regierungen leider mit Gewalt durchsetzen müssen. Denn eine ganze Menge von Leuten scheinen nicht zu erkennen, dass dies notwendig ist. Und sie denken, dass dies eine Erfindung ist. Das ist keine Einbildung. Das ist eine unmittelbare Gefahr, mit der wir richtig umgehen müssen. Bitte lasst uns den Gesang machen. Yoga Yoga Yogeshwaraya Bhuta Bhuta Bhuteshwaraya Kala Kala Kaleshwaraya Shiva Shiva Sarve Shambho, Shambho, Mahadevaya.
Namah.